Ein Clearinghouse ist ganz allgemein eine Vermittlungsstelle. Das Clearinghouse Unterricht vermittelt das, was aktuelle Forschung zu effektivem Unterricht sagt, an die Lehrerbildung. Die Unterrichtsforschung ist eine wachsende Disziplin. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt veröffentlichen am laufenden Band Erkenntnisse, wie moderner Unterricht aussehen kann. So gibt es zum Beispiel zahlreiche neue Studien darüber, wie Schülerinnen und Schüler optimal in Gruppen lernen. Interessant und hilfreich sind diese Erkenntnisse für alle, die in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften tätig sind. Aber auch für Studierende, Referendarinnen und Referendare sowie interessierte Lehrkräfte. Doch oft kommen die Erkenntnisse kaum bei diesen Gruppen an. Unter anderem deshalb, weil es manchmal schwierig ist, den Überblick zu behalten. Immer wieder erscheint neue und teilweise auch widersprüchliche Forschung. Genau dafür gibt es das Clearinghouse Unterricht als zentrale Anlaufstelle für Forschung zu effektivem MINT-Unterricht. Wir unterstützen Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler dabei, auf dem Laufenden zu bleiben und helfen zu klären, was gute und relevante Forschung ist. Unsere Expertinnen und Experten selektieren und bewerten aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Dabei wenden wir strenge Qualitätskriterien an und fassen uns trotzdem kurz. Praktische Formate wie unsere Kurzreviews können Sie für Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften nutzen. Zum Beispiel, wenn Sie sich als Dozent auf ein Seminar oder als Studierender auf eine Prüfung vorbereiten oder aber im Lehrerkollegium eine Diskussion führen. Unser Ziel ist, dass Sie sich jederzeit schnell informieren und von den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft profitieren können. Wir sind deshalb weniger ein Haus als eine Brücke. Von der Wissenschaft in die Lehrerbildung in die Praxis. Unsere Leistung als Clearinghouse-Unterricht ist der Transfer von der einen in die andere Welt. Damit schaffen wir eine bisher einzigartige Verbindung für den gesamten deutschsprachigen Raum. Und dafür steht auch unser Motto: Forschung fördert Bildung.